Ja, hallo. Heute mal schnell zur Altersvorsorge und dass jeder selbst anpacken muss und Eigenverantwortung, Eigeninitiative ergreifen muss, sonst passiert nichts. Es ist ja wie eigentlich, wie überall im Leben eigentlich, so zum Beispiel muss der Bauer auch ziemlich viel arbeiten, um eine schöne Ernte einzufahren. Er muss aussehen, er muss düngen, er muss sich um seine Pflanzen kümmern, damit hinten der Ertrag stimmt. So muss der Privatanleger oder der Privatrentner auch Vorsorge leisten und sich anstrengen und eine Saat ausbringen. Und es passiert nichts von alleine. Es ist natürlich Anstrengung nötig. Man muss sich anstrengen, man muss sich Ziele setzen, man muss hart dafür arbeiten. Und man muss natürlich auch Entbehrungen eingehen. Das ist einfach so und es fliegt einem nichts zu, wie so eine Taube einfach gegrillt in den Mund. Das gibt es einfach nicht. Das ist in den Märchen vielleicht der Fall, aber im realen Leben ist Eigeninitiative nötig und Anstrengung. Und man muss eben kämpfen und die richtige Einstellung dazu haben. Man muss diszipliniert sein und eben auf Dinge verzichten, wenn man ständig rumrennt und neue Autos fährt und flotte, schöne Autos finanziert, dann ist das schwieriger, wenn man jeden Tag in Cafés sitzt und sein Geld ausgibt in Restaurants, in Kinos, in Bars und so weiter, dann wird es schwieriger. Also man muss schon schauen, dass man was zurücklegt, stetig und regelmäßig, vielleicht 15% vom Einkommen. Besser ist sogar noch mehr. Je mehr man sich anstrengt in jungen Jahren, desto einfacher wird es dann hinten raus, was ja auch logisch ist, durch den Zinseszins. Die meisten Leute verstehen es nicht. Es gibt massenhaft Menschen, die leben von der Hand in den Mund. Die geben einfach ihre komplette Kohle aus und wundern sich dann und jammern dann, dass nichts da ist. Und wenn man dann aber sieht, wie groß das Zuhause von denen ist und wie schön die neuen Möbel und wie schön die Küchenarbeitsplatte aus feinstem Granit, und dann denkt man sich seinen eigenen Teil und dann weiß man im Prinzip, meine Güte, also wie kannst du jammern, du hast nichts und deine Rente wird mal gering sein, aber gleichzeitig sitzt du in einem dicken Sportauto und sitzt jeden Abend in einem feinen Restaurant oder holst ständig die neueste Konsumelektronik und hast ein Handy, was 800 Euro kostet. Da kann man nur sagen, da stimmt die Priorität nicht, denk langfristig, denk an später. Oder auch, Mensch, warum denkst du nicht darüber nach, finanziell frei zu sein, wenn du 50 bist? Das kann man mit einem normalen durchschnittlichen Einkommen, kann man das sogar schaffen, wenn jemand durchschnittlich verdient. Mit 50 Jahren ist der Vorruhestand ist eigentlich denkbar. Wenn du dir überlegst, jemand fängt an mit Anfang 20 oder mit dem ersten Job, legt ordentlich was zurück jeden Monat. Vielleicht macht man eine Zeit lang sogar noch einen Nebenjob, um die Sparrate aggressiv zu erhöhen in jungen Jahren. Du kannst mit vielleicht Mitte 50 oder sogar mit 50 Jahren die finanzielle Freiheit genießen. Vielleicht zur Sicherheit, wenn es soweit ist, macht jemand noch mit auf 450 Euro Basis einen Nebenjob, um das sicher zu haben. Aber vieles ist möglich, man muss halt Gas geben, sich anstrengen und den Job, den man hat, nutzen, um passive Einkommensströme aufzubauen, die man dann später nutzen kann. Und dann später kann man das ernten, die Freiheit und die Cashflows, aber man muss, wie gesagt, vorne raus Gas geben, sich anstrengen, wie der Landwirt, was aussehen und dann wird das was. Aber wer einfach so in den Tag hineinlebt, wer das eben nicht kapiert und alles, was reinkommt, ausgibt und sich um nichts kümmert, der wird dann später auf dem Trockenen sitzen und die gesetzliche Rente wird natürlich nicht reichen. Das weiß man heute, da muss auch die Politik den Leuten rein Wein einschenken und sagen, Leute, das reicht nicht mehr, ihr müsst mehr tun. Und da gibt es natürlich auch verschiedene Instrumente, wie man das macht, ob ich dann mit Sparbüchern spare oder Lebensversicherung oder Festgeldern oder Riester oder mit ETFs selbst eigenständig. Da gibt es natürlich effektivere Wege, effizientere. Das muss man
Im Grunde ist es aber schon so, dass dieser langfristige Ansatz, regelmäßig reinsparen in bestimmte Investments über Dekaden hinweg, Kosten schon, Gebühren schon, Provision schon und Rendite stark. Das beste Asset ist klar, das weiß man aus Studien. Da gibt es ja auch Studien, die sind über 100 Jahre angestellt worden. Und da hat man geschaut, wie entwickeln sich Assets am besten im Schnitt natürlich. Ausnahmen gibt es auch immer. Aber das beste Asset ist die Aktie langfristig, wie gesagt, auf Sicht von 100, 200 Jahren, wenn man da einen Schnitt macht, oder 50 Jahren. Und andere Assets, mit anderen Assets, mit einer Immobilie macht man weniger Rendite, aber das kann auch sinnvoll sein. Aber das muss jeder selbst für sich entscheiden, ob er noch Gold hinzunimmt. Und natürlich braucht man auch eine Cash-Reserve für Notfälle. Die Ausmischung und die einzelnen Schalthebel und Anpassungen und so weiter, wie man da vorgeht, muss jeder selbst entscheiden. Aber grundsätzlich ist es so, dass es schon ratsam ist, früh anzufangen, Kohle beiseite legen, 15%, vielleicht mehr als Minimum, und das automatisieren, dann vielleicht in Aktienanlagen oder ETFs eben, in den Indexfonds. Und dann kann man sich Gedanken machen, brauche ich eine Eigentumswohnung oder brauche ich ein eigenes Haus? Das kann Sinn machen, muss nicht sein, das kann Sinn machen. Und so kann man dann in jungen Jahren Gas geben und steuern. Und auch bei den Steuern muss man auch natürlich überlegen, was ist steuerschonend, wie gehe ich da am besten vor, gebührenschonend. Und so geht es dann. Aber einfach so in den Tag hineinleben, das geht nicht. Wie gesagt, das kann man machen, aber da muss man hinterher von einer ganz geringen Rente und wenig Kohle dann einkalkulieren. Da muss man vielleicht in so einer Bruchbude dann wohnen, wenn es alt wird. Kann die goldenen Jahre, die seine goldene Zeit nicht genießen. Es geht alles um die Einteilung, um die Selbstdisziplin, um die Einstellung. Wie gehe ich damit um? Ist mir das Statussymbol wichtig? Was bringt mir das? Macht mich das wirklich glücklich? Studien zeigen ja, dass diese ganzen Sachen, die Dinge, die Gegenstände, der Konsum mit Zeug, das bringt gar nichts. Das macht einen eben nicht zufrieden, sondern es ist, wenn man zusammen ist mit Familie, mit Freunden, mit Bekannten, wenn man Dinge unternimmt, das macht einen wirklich glücklich langfristig. Aber dieser ganze Krempel von den Einkaufszentren, die neueste Kleidung, die neuesten Schuhe, Autos, Elektronik, ist nicht das Zeug, was wirklich einen zufrieden macht. Natürlich muss man mobil sein, man braucht vielleicht ein Auto oder man kann mit dem ÖPNV zur Arbeit, da muss man Geld ausgeben, man braucht einen Computer vielleicht für die Arbeit natürlich, aber es geht um den Konsum und das Unnötige, um einfach, das muss man sich anschauen. Wer es nicht in den Griff kriegt, die Finanzen, der sollte halt ein Budget führen, um nachzuschauen, was jede Woche rausgeht, jeden Monat. Wo sind die Ausgaben, wie gestalten die sich? Und da muss man dann halt zusehen, dass man da Sachen kürzt und streicht und guckt, wo unnötig Geld ausgegeben wird, was man dann halt später schöner gebrauchen kann, wenn es gut investiert ist. Und dann kann ich mir vielleicht wenn jemand richtig Gas gibt, der kann vielleicht schon mit Mitte 40 in den Ruhestand gehen oder vielleicht sogar schon mit Anfang 40. Es hängt von der Anstrengung ab, von der Motivation, von der Disziplin, auch von der Strategie, wie gehe ich vor bei der Anlage. Und da rate ich auch immer, vorsichtig zu sein, nicht zu spekulieren, sondern zu investieren, langfristig auf passive Einkommensströme zu setzen. Wohl durchdacht, die Zuckerei geht meistens schief. Da gibt es ja auch Studien zu, die meisten Trader, die schneiden grottenschlecht ab, ich glaube 90-95%. Lohnt sich einfach nicht. Da wäre es einfach besser gewesen, wenn jemand einen ETF kauft. Und das langsame Investieren, das vorsichtige, das konservative Vorgehen zahlt sich meistens besser aus als das hektische, das nervöse Hin und Her. Macht Taschen leer, der Spruch trifft ja auch weitgehend zu. Also habt einen Plan, seid motiviert, fangt jung an, bringt die Saat aus. Schaut, passt auf, dass der Landwirt immer aktiv ist und nach der Ernte schaut, und dann habt ihr es hinterher viel einfacher, und dann könnt ihr vielleicht auch mit 40 oder 50 schon in den frühen Ruhestand gehen, vielleicht sogar noch früher. Okay, macht's gut. Ciao.